Kallenhardt. Wir sind im Kallenhardt. Das ist ebenfalls wieder fast eine 180-Grad-Kehre. Sehr, sehr langsamer Streckenabschnitt. Und in der Anbremszone geht es bergab. Schön ist, wenn man in der Anbremszone mal ganz kurz den Blick Richtung Horizont schweifen lässt, weil da sieht man einen malerisch gelegenen Ort oben auf dem Berg. Das ist Reiferscheid. Das ist mein Heimatort. Beim Anbremsen vom Kallenhardt ist es eben wichtig, auch hier wieder das Auto sauber zu verzögern. Gute Möglichkeit zum Überholen. Also hier kann man ruhig mal innen reinstechen, wenn der Gegner mitspielt. Und dann heißt es 180-Grad-Kehre. Bei solchen Kehren ist es auch wichtig, sich immer späte Scheitelpunkte zu setzen. Ja? Spätes Einlenken, späten Scheitelpunkt, dann hast du wirklich einen guten Flow. Dann hast du es wirklich, kannst du es schön laufen lassen am Kurvenausgang. Und das ist das, was wir wollen. Ja? So kannst du dich gut kontrollieren als Rennfahrer. Wenn du am Kurvenausgang, am Curb O nochmal irgendwie nachlenken musst oder am Kurvenausgang zu schnell bist und du nochmal runtergehen musst vom Gas, dann weißt du, hast du am Kurveneingang irgendwas falsch gemacht. Das ist eine gute Phase im Kallenhardt, wo man das trainieren kann. Aus dem Kallenhardt raus heißt es dann schnell wieder die Seite wechseln. Du orientierst dich schnell wieder rechts rüber, denn dann kommt die Anfahrt hin Richtung Wehrseifen. Vorher kommt inoffiziell die Piff-Paff oder auch Spiegelkurve genannt. Das ist eine wahnsinnig schnelle Schikane, wo du auch viele Bewegungen im Asphalt hast, viele Verschränkungen. Da twistest du einmal durch, Lenkrad gut festhalten dabei. Nach der Piff-Paff, die schnelle Schikane, kommt vor dem Wehrseifen noch die dreifach hängende Rechtskurve. Die ist sehr speziell zu durchfahren, weil du hast immer das Gefühl, die Kurve hängt so ein bisschen nach außen. Wenn du da einen halben Meter neben der Ideallinie bist, hast du ganz schnell ein großes Problem. Die Engländer sagen übrigens zu dieser Kurve Miss, Hit, Miss. Ganz einfach deshalb, du hast drei Curbs am Innenradius des Streckenverlaufs und du versuchst so spät einzulenken, dass du den ersten Curb eben noch liegen lässt. An den zweiten Curb heißt es ranfahren und den dritten Curb lässt du schon wieder liegen, weil du dann schon wieder anfangen kannst, progressiv zu beschleunigen, dabei die Lenkung leicht zu öffnen. Und dann kommt die eigentliche Anfahrt hin zum Wehrseifen. Und das Wehrseifen selbst ist langsamster Streckenabschnitt. Du hast also eine relativ lange Bremszone. Und hier gibt es auch wieder verschiedene Ideallinien. Wichtig ist, dass du das Wehrseifen selbst versuchst, so ein bisschen zu hinterschneiden. Also versuch lange, lange innen zu bleiben, lange links zu bleiben, damit du die Rechtskurve aus dem Wehrseifen raus schön durchbeschleunigen kannst, in einem Zug durchbeschleunigen kannst und dann eben das Tempo mit runternimmst Richtung Breitscheid. Breitscheid anbremsen. Hier kommt es wieder sehr stark auf die Fahrwerkseinstellung an, die wir gewählt haben. Das Auto muss sich vorne abstützen. Wir brauchen viel Traktion an der Vorderachse, um dementsprechend gut zu verzögern. Wenn wir durch Breitscheid durch sind, da ist so eine kleine Respektkurve, sage ich immer dazu. Ich lasse mir da auf der Bremse auch immer so 5% Luft, bremst da nicht allerletzte Rille, denn dort hat jeder Fehler fatale Folgen. Wenn man da ein bisschen zu spät ist, trifft man die harte Betonwand. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Ich lasse mir da, wie gesagt, auf der Bremse immer ein bisschen Luft. Es geht weiter durch die Exmühle hoch zum Niki Lauda Knick. Ja, Exmühle auch ein sehr, sehr stark ansteigendes Stück Strecke auf der Nordschleife. Es geht wirklich extrem bergauf, war sehr wellig. Auch hier wurde der Asphalt erneuert. Ich vermute auch wieder, dass wir dieses Jahr doch ein bisschen schneller durchfahren können. Wir sind angekommen jetzt hier im Streckenabschnitt Exmühle. Und wenn wir über die Nordschleife sprechen, dann wird es natürlich klar, wir haben ganz viele Herausforderungen. Eine ganz wichtige ist die Topografie. Ganz genau, es geht hier steil bergab, aber auch in dem Punkt, wo wir gerade stehen, steil bergauf. Das ist der steilste Anstieg auf der Nordschleife hier. Und dort, wo wir gerade unser Auto sehen, wäre der Scheitelpunkt. Genau, 17% Gefälle geht es hier den Berg hinauf.
Und besonders, wenn man die Kurve davor betrachtet, das ist ja der Streckenabschnitt Breitscheid, wo es über die Brücke hinweg geht, da fährt man wirklich auf den tiefsten Punkt drauf zu. Man fährt bergab. Oh, der Bremsweg ist weit. Hier für Exmühle ist der Bremsweg extrem kurz, weil du fährst bergauf, du hast Pressing im Auto, kannst auf kurzen Metern viel Geschwindigkeit abbauen. Entscheidend ist allerdings natürlich der Kurvenausgang, dass du da aus dem Banking heraus einfach nicht zu viel Wheelspin produzierst, also zärtlich ans Gas. In der nächsten Folge sind wir dann im Bergwerk, fahren gemeinsam das Kesselchen hinauf und enden dann im Klostertal in der sogenannten Mutkurve.